Noch eine Schnecki. Nee, das war kein Schnecki, das war ein Schreckerich. Ja, ich muss noch einen Zettel schreiben. Ja, lass das morgen mal regnen, dann ist das mit dem Zettel auch wieder hinfällig. Freitag, ihr Lieben. Ja, gestern nichts aufgenommen, gestern war Feiertag. Ja, nun haben wir Freitag und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer Eintagesfolge. Denn hier nach ist Wochenende, weil morgen ist ja nichts zu tun. Ob das alles so hält, wie das soll, Alter, ich weiß nicht, ey. So, ich hoffe, euch geht das gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt den Feiertag alle gut überstanden. Und ja, wir sind heute Morgen um 7, kurz nach 7 waren wir hier. Alter, da standen die schon Schlange bis draußen auf der Straße, ne? Hammerhart, habe ich gedacht. Hammerhart, ey. Na gut, jetzt haben wir es 10.43 Uhr. Fast 4 Stunden wieder weg. Tja, das war dann wohl nix hier. Das war wohl nix. Mein ganzer Plan für heute ist für den Arsch. Aber gut. Haben wir jetzt erstmal eine Eintagesfolge, eine Eintagestour, eine Eintagesrunde. Ich versuche das Video echt so gut wie es geht in die Länge zu ziehen. Aber so viel liegt ja heute nicht an, ihr Hübschen. Wir fahren jetzt nach Hamburg. Zum Bauhaus, laden das ganze Gelumpe hier wieder ab und danach fahren wir zu 99,999% nach Wismar, den Trailer abstellen und vielleicht einen neuen Trailer noch gurten und mit nach Sternberg nehmen, das weiß ich noch nicht und dann ja, schauen wir einfach mal, ihr Lieben. Fürchterlich, Alter, fürchterlich. Aber gut, auch so eine Ladung kannst du haben, ne? Das ist Sackware auf Paletten und Eimer und kleine so 2-3 Liter Kanister auch auf Paletten. Ja, die zwar noch mal extra eingeschweißt, aber mir wäre es tatsächlich lieber. Ich würde nicht sehen, was die Ladung da hinten macht. Das ist ein Graus, Junge, ernsthaft, das sieht nicht gut aus. Ich habe auch kurzfristig überlegt, zu sagen, die Ware nehme ich nicht mit. Aber wir fahren das Zeug ja nur bis nach Hamburg. Das nur gefällt mir besonders gut, weil gerade hier zwischen, hier in der Ecke sind ja halt viel Putzimannlei unterwegs, ne? Tja. Was soll ich machen? Es ist nur noch zum Kotzen mit dem Stativ, Leute. Ernsthaft, ich sag euch das. Ständig, wenn ich bremse. Ich kann die Dinger schon spreizen, wie ich will. Das fällt trotzdem runter. Ey. Das nervt mich so hardcore, Mann. Es nervt mich einfach so hardcore. Nicht normal. Hier übrigens das gelbe Gebäude, falls ihr das sehen könnt. Hier, Zander, Fliesen, Marmor, Sanitär.
Hier haben wir damals abgeladen von GJ aus, wo wir vom Kaldewey gekommen sind. Genau. Ich weiß ja nicht, ob das Zeug da so stehen bleibt, Junge. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon behindert, wenn du der Ladung zugucken kannst. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Okay, Lieben. Ja, wie gesagt, ich versuche das mal hier so gut wie möglich in die Länge zu ziehen. Mit dem Gefilme heute. Da guckt er, wa? Wenn ich so einen Standard-Aktus hätte wie er, würde ich wahrscheinlich auch so gucken. Wie schön der einfach schaltet, ne? Wahnsinn. Ja, 50 Kilometer haben wir bis zum Baumarkt. Und dann, oh ja, genau. Weil mein Stativ das auch so geil findet, wenn ich bremse. Aber ihr seid stehen geblieben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, das A-Team aus Segeberg. Sehr gut. Tja, und dann, wie gesagt, die Kacke wieder abladen. Und dann vermutlich leer nach Wismar. Sackware mit einem offenen Fahren. Naja. Wir hoffen mal, dass wir nach Hamburg ankommen. Da hat er wohl was vergessen, wa? Mal fix umgedreht hier. Tja, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal gemütlich nach Hamburg. Ich habe vorhin mit Ingo telefoniert. Der sagte wohl, das ist wohl ziemlich tricky da in der Straße beim Bauhaus. Ja. Wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen, ja? Ihr Hübschen. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
So, ihr Lieben. Wir haben jetzt fertig abgeladen hier in Hamburg. Jetzt müssen wir nur noch kurz warten, bis die beiden hier vorne ihren Hänger wieder zusammengebaut haben. Dem habe ich gerade noch ein Messer ausgeliehen, dass er eine Palette aufschneiden konnte. Dem jungen Mann hier. Aber das ist ein Laden hier, Alter. Weiß ich nicht. Braucht man nicht. Wo sind meine Papes hin? Ach, eine Hosentasche. Auf jeden Fall haben wir... sind wir hier angekommen. Um 12. Da haben die wohl irgendwie Mittagspause oder was gehabt. Auf jeden Fall war das Tor irgendwie zu. Da kam dann noch ein Kollege von TTH. Dem habe ich mich dann noch kurz unterhalten. Und dann sollte ich hinfahren. Da habe ich in der Zeit habe ich alles aufgeräumt und hast du nicht gesehen. Wie ich auf den Staplerfahrer gewartet habe. Und dann habe ich abgeladen. Nur am Meckern in einer Tour über alles Mögliche. Alter, hammerhart. Ja, fahr mal deinen Trecker da weg, bitte. Dankeschön. Dann haben Mädel hier voll geblubbert, die war, die, naja, einparken konnte sie nicht. Das war nicht so ihr Ding mit dem T6. Aber süß war sie trotzdem. Das muss ich ja sagen. Süß war sie ja. So, nun. Haben wir wohl abgeladen. Den Typen, den Staplerfahrer, habe ich gerade noch gefragt, ob er schwul ist. Weil er die Papiere, die ich unterschreiben sollte, so auf seine Klötzer gelegt hat, dass der Unterschriftstempel genau an seinen Nüssen ist. Und da habe ich dann halt auch gefragt, ob er schwul ist. Deswegen kann man ja sein, man muss es ja nur nicht so offensichtlich machen, ne? So, in jedem Fall haben wir jetzt abgeladen. Meine Disponentin von den Paletten noch ein Foto geschickt, weil das nur Schrott ist. Das ist echt nur Schrott. Da sagt er zu mir, ja, du hast ja auch nur Schrott gebracht. Ich sage, ich kriege ja schlimmeren Schrott wieder, Junge. Das macht doch gar keinen Sinn hier. Jetzt haben wir 25 Schrottpaletten noch hinten draufstehen. Richtig gut. Naja, was sollen wir machen? Diese 25 Schrottpaletten bringen wir jetzt zu Daxa in den Rungendamm. In der Hoffnung, dass sie uns die abnehmen. Wenn nicht, soll ich da mit dem ganzen Zeug nach Wismar fahren. Und dann schauen wir mal. Weil viel Sinn, diese Paletten irgendwie abzugeben, macht eigentlich gar keinen Sinn. Die kannst du ins Feuer, kannst du Feuerholz nutzen oder irgendwie im Kamin schmeißen oder irgendwie Lagerfeuer mitmachen, aber mehr kannst du mit den Dingern auch nicht machen. Ihr Lieben, guck mal, wie elegant der eingepackt hat, ne? Statt einen Meter weiter vorzufahren, ey. Hammermäßig, ey. Ja, gibt's halt auch richtig intelligent hier am Parken, Junge, ey. Wahnsinn. Deswegen mache ich Hamburg nicht. Dankeschön fürs Warten, Kollege. So, hier rechts ab zur Autobahn. Wir fahren jetzt ein Stück über die A1, so wie ich das gesehen habe. Und dann geben wir, oder versuchen wir, die Paletten wieder abzugeben. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie uns die abnehmen, weil die sind wirklich alle Schrott. Da ist eine vernünftige Palette mit bei. Wahnsinn. Schön warm ist hier, 22 Grad, schönes Wetter. Nicht ganz so schöner Himmel, aber an sich ein schönes Wetterchen heute. Das freut mich natürlich. Ich hoffe, dass es bei uns nachher auch so schön ist, dass es schönes Wetter ist.
Mann, Mann, Mann. So, wir düsen jetzt, wie weit ist das? 13 Kilometer. Düsen wir da jetzt hin und dann, ja. Es ist aber auch scheppern da hinten, ey. Mann, Mann, Mann. Ich muss ja irgendwie versuchen, muss ich die Folge ja irgendwie versuchen. Ihr wisst Bescheid, um die Länge zu ziehen, meine ich. Oh Mann, ey. Dann auf dem Wochenende. Mensch, ich will nicht so spät nach Hause. Noch eine Schnecki. Nee, das war kein Schnecki. Das war ein Schreckerich. Ein Schreckerich, Junge. Holla, die Waldfee. Wisst ihr Bescheid? Von hinten lockt sie, von vorne schockt sie, Alter. Hammerhart, ey. Jetzt hätte ich auch fast Gänsehaut gekriegt, Junge. Oh, weia. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. So verkalkt kann ich doch noch gar nicht sein, ey. Ich bin mal erst 34. Mann, Mann, Mann. So, wir wollen uns dann links einordnen, ne? Das wird hier so eine On-Tour-Real-Time-Driving-Folge-Mix hier. Ach ne, wir müssen geradeaus. Jetzt wäre ich fast wieder falsch gefahren. Mann, 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 Mann. Egal, ich habe nur geguckt, ob der Blinker noch funktioniert. Die sagt gerade noch, so verkalkt kann ich doch gar nicht sein. Hammerhart. So. So haben wir das, so machen wir das. Lass ich die Kamera jetzt laufen, alle die Viertelstunde, ja, ne? Ich soll mich auf jeden Fall bei Tor D melden. Oder Eingang D soll ich mich melden, keine Ahnung. Oh, jetzt kommen noch mal die Cops von hinten, ey. Die putzen mal live von hinten. Wolltest du dich jetzt vordrängeln mit deinem Benz oder was? Hammerhart, Alter. Hammerhart, Junge. Hättest du gleich zurückpfeifen können, weil dein Auto kaputt ist. Junge, 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 ey. Das gibt Menschen, Alter. Das ist nicht mehr normal, Alter. Das ist nicht mehr feierlich hier, Alter. Ernsthaft. Einer blöder als der andere. Ich sag euch das, Hamburg ist immer wieder ein Abenteuer. Ernsthaft.
Ja, Leute, hier war ich schon mal, hier drüben war ich schon mal, links von uns. Da habe ich mal einen Trailer geholt, wo ich noch da in Lübeck war. Yep. Genau hier drüben war das. Ein Trailer geholt, aber wir müssen jetzt zu Daxa. Eingang A. Was machen wir jetzt? Wo wir einfach mal zum Pförtner vorfahren sollen? Was geht? Was geht ab, Junge? Huch, jetzt bin ich da ans Lenkrad gekommen. Was geht, Junge? Was geht? Was geht ab? Klatsch! Erstmal Handschuhe anziehen. So, oha, was machst du Kabel denn unter meiner Leiter hier? Wer hat dir das denn erlaubt? So, den Eingurt können wir drauf lassen und so weiter. Wir müssen heute nämlich... Absatteln müssen wir heute nur. So. Unser Trailer steht nämlich draußen und wartet, dass wir einen Gurt machen. Ja. Leute, wie geil ist das denn? Wir fahren nächste Woche nach NRW. Endlich mal wieder nach Nordrhein-Westfalen. Einen Kunden habe ich schon gesehen, Unna. Das hat der Rollo schon gesehen. Oh, einfach das ein Krampf, jetzt die Paletten loszuwerden. Ne? Dax hat die Annahme verweigert. Das war mir ja von vornherein eigentlich schon klar, dass die die Paletten nicht haben wollen. So Gammelscheiß. Jetzt habe ich gerade eben gefragt hier bei den Jungs in Wismar, ob die die Paletten nehmen würden. Und dann werden die nächste Woche von einem von uns abgeholt.
werden die nämlich von einem von uns abgeholt nächste Woche. Und dann ist das Gaut, ne? Dann ist das Gaut, so, fertig. Ja, da sind wir dann halt, wie gesagt, hier nach Wismar gefahren. Haben die Paletten vorne hat er mir abgenommen, der junge Mann. Wunderbar. Das erfreut mich natürlich. Und jetzt fahren wir raus. Gurten den Trailer. Der steht draußen. Dann gurten wir den fertig. Und dann ich muss noch einen Zettel schreiben. Lass das morgen mal regnen, dann ist das mit dem Zettel auch wieder hinfällig. An die Paletten schreibe ich jetzt nämlich noch einen Zettel. Neumann Eurotrans dran. So, machen wir das so hier. Dann kann man das nicht nämlich zwischen die Paletten so stecken, so, weißt du? Und da schreibe ich jetzt einmal ganz groß drauf, Neumann Eurotrans. Neumann Euro Trans. So. Dann werden die nämlich nächste Woche abgeholt. Und dann sind wir die Kacke auch endlich los. Ich weiß nicht, wer von den Jungs, aber falls das von euch jemand war, der die Videos hier hin und wieder guckt, ihr habt den Trailer zu hoch abgestellt. Finde ich nicht nett. Das sah sehr hoch aus. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht allzu weit kurbeln muss, ihr Lieben. So, da keiner da ist und guckt, kann ich euch mit rausnehmen zum Gurten. Und ja, genauso machen wir das, würde ich sagen. Und dann ist die Folge auch schon wieder beendet. So ein Scheiß, wa? Da, ihr Lieben, da sind wir wieder hier, ihr Lieben. Wir haben jetzt fertig. Fünf Kunden haben wir. Fünf Kunden haben wir drauf. Der erste ist in Unna. Wir fahren nach Nordrhein-Westfalen. Der erste ist in Unna. Der letzte ist in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Jawohl, Rheinland-Pfalz. Immer wieder schön dahin zu fahren. Dann haben wir noch einen in Övrath. Neuwied.
Den anderen habe ich vergessen, irgendwas mit Krien, Krein. Muss auch irgendwo in NRW sein. Und ich glaube, das war's. Gegurtet haben wir, habt ihr ja gesehen. Das geht ruckzuck, geidert, ne? Ratzfatz, Jung. Ratzifatzi. So, jetzt schon Paletten haben wir ja hier abgestellt, das hatte ich ja gesagt. Oder habe ich euch das schon erzählt? Nee, ne? Doch, habe ich euch schon erzählt. Habe ich das nicht? Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, so, das muss ich mir jetzt noch kurz auf meine Arbeitsnummer schicken. Ich arbeite. Nee, das sind die Walter Trailer. Das ist der verkehrte Ich arbeite. Da muss noch ein Ich arbeite sein irgendwo. Da. Ja, guck doch nach dem LKW, du Affe, Junge. Das ist doch dein LKW als Hintergrund. Palettenstapel schicken. Yes, kam an. Und den schicken wir zu unserer Disponentin. So. Lenkradl ein bisschen raus. So. Und schmeißen wir uns ganz eleganten Go drüber. Alter, wir sind die ganze Woche nur 750 Kilometer gefahren bis jetzt. Das ist nicht viel, ey. Spolzt. Sehr gut. 10 Gurte um die ganze Soße. Mal kurz gucken, wie schwer wir sind. Was sagt er? 7,4 Tonnen auf der Achse, das ist schon mal nicht viel. Tonnen haben wir geladen. Aber die Liftachse ist unten. Oder die geht mit dem Kabel auch schon wieder nicht hoch. Das kann natürlich auch sein. Normal geht die erst ab 16 Tonnen runter. Die Liftachse. Oh, war das nicht so schlimm, ne? Wir können die auch einfach hochholen, die Liftachse. Jetzt muss ich schon nur diesen Knopf drücken hier. Wenn ich ihn finde. Auf die Schnelle. Informations. Trailer. Der zeigt mir jede einzelne Achslast von den Achsen auf dem Trailer an. Ne? Ohne Gewicht hat sich eingependelt. 17,3. Nee, dann geht die Liftachse nicht hoch. Dann brauchen wir es auch nicht hochmachen. So, das haben wir fertig, ihr Lieben. Gegurtet, alles schick, 5 Kunden nächste Woche. Geht schick los, nicht? Geht das schick los, würde ich sagen. Jetzt fahren wir nur noch in die Firma und dann fahren wir zu El Pepe. Zu El Pepe fahren wir. Direkt von der Arbeit zu El Pepe. Wunderbar. Geil. Muss nicht zu Hause rumsitzen. Juhu! Dann werden wir morgen ein bisschen was einkaufen für einen Lasterwagen. Aber das seht ihr dann alles in der Weekend Story. Und dann ist das Schickikowski oder was? Würde ich sagen. Schickikowski. Tja, Leute, was soll ich euch erzählen? Das war eine kurze Folge. Gestern Feiertag. Heute nur den Freitag gefilmt. Ich hoffe dennoch, dass ich die Folge irgendwie lang genug gekriegt habe, damit sie nicht allzu kurz geworden ist. Und dann geht das Sonntagnacht schon wieder los. Ich muss mal gucken, wann ich losfahre. Dann bleibe ich Sonntag gleich im LKW, weil ich habe da keinen Bock, dann nachts von zu Hause da in die Firma und hin und her. Und dann bleibe ich gleich im LKW. So machen wir das. Nach Unna fahren wir. Nach Unna. Mal gucken, ob wir den Kiepenkerl irgendwie treffen können da unten. Ach nee, der hat Urlaub. Verdammt. Der hat ja Urlaub.
fahr doch mal nicht so dicht in meiner Mitte hinten, Junge. Ich will dich sehen da hinter mir. Nicht wahr? Liebe Pkw-Fahrer, immer so fahren, dass man wenigstens euren Spiegel an der Seite sehen kann. Danke. So, ihr Hübschen, das war's gewesen, nicht? Von dieser Folge, von dieser wunderschönen Folge, dieser ganz kurzen, wunderschönen Folge. Wir fahren jetzt, wie gesagt, nach Sternberg, machen Wochenende und dann hoffe ich, dass sie euch trotzdem gefallen hat, die Folge. Und würde sagen, wenn sie euch gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, machen wir, denken wie immer, Jübschen. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall alle gesund und munter. Und lasst euch nicht ärgern da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's hübsch. Reingehauen. Oha, der muss doch noch mit rein.